Ach ja, die gab's ja auch noch. Was machen wir überhaupt mit der, wenn ich mal fragen darf? Die nehmen wir nach Möglichkeit mit, damit sie von den Militärdiensthabern in Zorgan befragt werden kann. Und dann abgeurteilt. Richtig. Ja. Und wer schleppt die unter Wasser? Zur Not schleppe ich sie. Na gut, wenn wir sie aufs Pferd binden, das sollte eigentlich ganz gut gehen. Wo ist eigentlich Jalan? Mit Sicherheit auf irgendeiner meditativen Trip. Oh nein, jetzt ist der irgendwo in die Wüste gelaufen, bestimmt. Blind. Ah. Das kommt davon, wenn man zu viel in die Sonne guckt. Das macht die Leute verrückt. Das sage ich euch. Das macht die Leute verrückt. Vielleicht ist er auch nur einmal kurz ausgetreten. Wir sollten. Schauen wir uns einfach kurz um. Vielleicht ist er hier irgendwo in der Nähe. Ja, wenn ihr euch umseht, ankommt, ihr könnt wie gesagt eure Pferde dann wieder an diesem kleinen Unterstand dann anstellen. Nach kurzer Zeit könnt ihr dann auch sehen, wie Azerel Scharlachkraut und auch Sarastro dann folgen und ebenso anbinden, als wäre es das Selbstverständliche der Welt. Sie haben also auch kein Problem, sich jetzt unter Feinden zu bewegen. Und schauen dann auch mal interessiert in Richtung der auronischen Kriegerin, da immer noch sitzt. Ja, angebunden die Hände auf den Rücken, geknebelt ist sie wohl nicht, weil warum auch. Und von Jahr lang keine Spur, sein Pferd steht immer noch hier. Drin ist er nicht, im Turm ist er nicht. Er ist weg. Okay, ich habe jetzt gesucht. Der Penner ist nicht hier. Na, entweder er kommt zurück oder nicht. Ich würde mal zur uronischen Kriegerin gehen. Wo ist denn unser Gefährte? Halt ein beschissenes Maul. Oh, die mag dich, Bo. Die mag dich, Boltax. Die ist ein richtiger Fan von Oh, dir. du bist genauso mies. Ah, ich mag euch auch richtig. Ich würde ja, mich ja gerne mehr mit euch unterhalten, aber ich möchte einfach mal nicht mit Arschlöchern reden. Oh, darf ich euch eine Geschichte erzählen? Über Arschlöcher? Nein, aber. Also ich halte das für eine super Idee, Voltax. Vor allem, dass er sich nicht wehren kann. Ja. Finde ich auch gut. Folter, direkter Weg in die Niederhöllen. Könnt mich gleich begleiten. Nein, das ist eine Geschichte. Eine Lehrstunde sozusagen. Ich habe doch gesagt, Folter. Das ist tatsächlich schlimmer als Nein, Folter. das, es ist keine Folter. Interpretationssache. Ich versuche nur, euren Verstand ein wenig zu erweitern. Also. Könnt ihr euren Männern bitte sagen, sie sollen einen Mindestabstand halten? Vor Ich langer, fühle mich langer belästigt. Zeit. Das ist vor ungefähr so 500 Jahren gewesen. Ja, und ich würde dann ein bisschen zwergische Geschichte runterbeten. Ja, alle anderen mal bitte Selbstbeherrschungsprobe. Ich fühle mich erinnert Und an die Preiostag-Schule. Ihr würfelt gegen die entweder Geschichtskenntnis oder Sagen und Legenden, also das ist korrespondierende Proben. Ja gut, dann würfel ich Geschichte. Das, was du besser hast. Ja. Ja, kannst du. 17 Punkte. Ja, Rafim! Schauen wir mal, ob irgendjemand in Ohnmacht fällt. Ich sehe ihn Was hast du? schon. Du hast jetzt Geschichtswissen gewürfelt, ne? Keine Sagen und Legenden. Nö, ich habe Geschichtswissen. Okay, Wir wirklich. dann 11 Punkte. Das schafft Rafim. Kiara schafft das nicht. Aber mir muss ich mal überlegen. 9 und 9, ja, dann ist das ein Patt. Und auch Iserun. Ja, was passiert denn mit euch? Ich schlafe ein. Ich wank so ein bisschen. Das ist tatsächlich wie in der Ihr Preistagsschule. Und drehe mich um bekommt und versuche mir einen Wein. temporär 3 Jähzornspunkte. Ach, noch mehr Jähzorn. Temporäre 3 Jähzornspunkte. Ja, ich gehe sofort, um diese wegzusaufen. Also ich finde es ganz interessant, irgendwie. Zwerggeschichte. Ja, Abel mir hat so schön Stift und Papier rausgeholt und schreibt mit. Ich würde immer mal wieder reinwerfen. Hä, wie hieß der jetzt nochmal? Der ist der Onkel von wem? Warum ist denn der mit dem verwandt? Ah, das ist sein Bruder. Okay. Ja, also bei uns heißen viele gleich, ne? Ach so! Rafim Naja. hat in den Staub hat er dann so ein kleines Lebensbäumchen gezeichnet. Und da kam der her, okay. Ja, und dann habt ihr gefeiert, okay. Rafim ist total interessiert und stellt immer wieder Fragen und lächelt immer wieder, wenn die ironisch Gefangene genervt aussieht. Und der hat dann den Drachen getötet. Genauso Was? war das. Ja, Ah. ja. Und Ja, was hat der Gott, was Bruder wollt ihr von. wissen? Hört nur auf, was wollt ihr wissen? Ach so. Ja, was der Bruder von seinem Sohn gemacht hat, Nein, da. was wollt ihr von mir wissen? Warum seid ihr zu mir gekommen? Ach so, ich wollte eigentlich ursprünglich wissen, wo hier unser Gefährte ist, aber dann
waren wir so nett. Hört ihr auf, wenn ich es euch sage? Naja, aber Rafim ist doch gerade so interessiert. Okay, ich werde mich mit Rafim woanders unterhalten. Danke. Aber ja. Ja, wo ist er denn jetzt, der Jalan? Ja. Er ist in die Wüste gelaufen. Er hat golden geglüht. Basti. Ich denke, also Rafim. Ja, komm mal mit. Setzen wir uns an mein Alter, dann kann ich noch gleichzeitig ein bisschen Blut opfern. Das ist immer gesund. Ja, gute Idee. Und ich erzähle dir in der Zwischenzeit, wie die Zwerge die Armbrust erfunden haben. Die Armbrust, tatsächlich? Ja. Das habe ich ja gar nicht gewusst, dass die Zwerge die Armbrust erfunden haben. Eine fantastische Geschichte. Oder nicht? Ja, ich muss ja ernsthaft widersprechen. Hurra, sie haben nicht die Armbrust erfunden. Was? Wirklich? Ja, nein. Natürlich. Gegen Überredenprobe gegeneinander. Oder überzeugen. Überzeugenprobe gegeneinander. Ja. Oh, weil Raya. Ja, Skiras. Ja. Ich habe kein Überzeugen, kein Überreden. Du hast kein Überzeugen. Nein. Du hast 14.000 Abenteuerpunkte. Ja, erschwert um 5 Punkte. Was steigerst du eigentlich? Nicht überzeugen. Wow. Das gewinnt ja trotzdem. Also ja, ihr habt halt gegenseitig nochmal die jeweilige Erschwernis. Aber du hast eine Menschenkunde, ne, Boltax? Ja, ich kann Menschen. Mittelreich, ne? Ja. Dann ist die Kulturkunde ist für dich dann nur um 3 erschwert, aber für Abelmir ist sie um 7 erschwert. Hey, aber ich bin doch anderen Fahner. Oder ihr wollt noch mich überzeugen? Ja, okay. Du kannst nochmal zusätzlich eine Menschenkenntnisprobe würfeln, aber es geht auch darum, dass Boltax Abelmir überzeugen kann und umgekehrt. Ah, okay. Ja, also, ich habe Ambus-Zwerge und Mittelreich. Boltax-Geschichten sind da deutlich versierter und Abelmir redet halt die ganze Zeit immer wieder von dieser komischen Werkstatt, die irgendwo in Winsal steht und. Ah. Okay. Und dann haben die Ambus erfunden. Und warum? Ja, warum denn nicht? Also, ach so, ich meine, eine Armbrust. Ja, eine Armbrust ist gut, aber ich dachte, so ein Bogen ist ja auch gut. Hä? Ja, aber besser, um Drachen zu jagen. Ach so, oh. Ja. Aber wäre eine große Armbrust dann nicht besser? Ja, das ist eine gute Idee. Da müsste man mal drüber nachdenken. Also so eine richtig große Armbrust. Ich dachte auch so, also eine, die man sich auf den Rücken spannt, weißt du? Ja, aber es ist keine richtig große Armbrust. Richtig groß, richtig, richtig große Armbrust. Am besten auf so einen Elefantenrücken. Das klingt ja. Das ist doch schon fast so eine. Wie hießen die nochmal? Aber mir. Ballestra. Balestra, eine Balestra, ja. Damit schießt man doch auf Schiffe. Ja, die richtig großen Balestras. Naja, aber ist doch gut. Damit kann man bestimmt auch Drachen jagen. Ja, aber in Hoarsreich jagen wir keine Drachen. Warum nicht? Habt ihr keine Drachen bei euch, Abelmir? Doch einen. Dann ist einen. Das einer zu viel. Nein. Einer ist genau richtig. Und er ist nun ja sozusagen unser Hütehund, Hütedrache gegen die Nomadis. Aktuell seid ihr 3 Stunden hin, 3 Stunden zurück und dann nochmal ungefähr 1 Stunde bei Hafax am Lager. Ist jetzt die Frage, wollt ihr hier bleiben? Wir haben jetzt 7 Stunden des Tages vorangeschritten, also irgendwann nach Sonnenhöchststand. Man könnte jetzt noch weiter reiten, aber wirklich lohnen würde sich das nicht. Wollt ihr jetzt auch mehrere Tage hier bleiben, wäre auch möglich. Wir müssen auf jeden Fall mal auf Jalan warten, bis er aus der Wüste wiederkommt. Das ist richtig. Vielleicht sollte Jaras ihn suchen. Also ihr bleibt hier. Gut, das wollte ich noch wissen. Abendsquade losschicken. Ich suche niemanden, ich trinke. Sag mal, weiß eigentlich irgendjemand, warum Kiaras sich gerade so wegschippert? Macht das nicht immer? Götterdienst. Oh, vermutlich Götterdienst, ist schon richtig. Ja, aber jetzt erzähl doch mal genau. Also dann haben die erst die Armbrust erfunden. Haben die denn nochmal verbessert? Oder ist jetzt die Armbrust von damals immer noch die Armbrust von heute? Naja, also Raya. Die ursprüngliche Armbrust, das ist natürlich ein großgehütetes Geheimnis. Wenn wir die nochmal finden würden, haha, also da wären einige Zwerge mächtig stolz drauf. Aber nein, wir haben sie natürlich noch verbessert. Und ja. Also gibt es praktisch eine Urarmbrust. Und die anderen Armbrüste sind die Kinder von dieser Armbrust. Ganz genau. So sieht's aus. Und das war eine der großen Errungenschaften der Zwerge. Also, so wie tief in den Berg reinbauen und Gold schürfen und Geode werden. Halt eine der großen Errungenschaften. Mhm. Oh, schick.
Aber die alte, was die... Ah, alte klingt so frech, wenn ich das sage. Was die Avianda gesagt hat, das hat mich eigentlich ja schon irgendwie beeindruckt. Muss ich eher lassen. Voltax, ihr seid doch schon so jung geblieben. Ja. Habt ihr denn schon mal irgendwie hier Verluste gehabt in eurem Leben? Ich kenne euch ja noch gar nicht. Erzählt mal was. Naja, eigentlich ja. Also, jeder Geode hat einen ganz, ganz, ganz markanten Verlust. Und zwar seinen Zwillingsbruder. Du hattest seinen Zwillingsbruder? Ja, bei uns Zwergen ist das so. Wir sind sehr, sehr eng mit unseren Geschwistern verbunden. Und naja, er ist sehr, sehr früh gestorben. Und ja, das hat mich sehr stark mitgenommen. Was klingt vielleicht jetzt nach einer doofen Frage, aber was heißt denn früh für Zwerge? Also ist der so 70 geworden oder ist das wirklich ganz früh, so wie Menschen früh, meine so, ich? So 10, 12. Oh, also war noch ein ganz junger und guter. Naja, und das ist halt vor meiner Feuertaufe passiert und das Seelenband, das zwischen Brüdern besteht, das ist was ganz Wesentliches bei Zwergen. Und dadurch, dass ich ihn verloren habe, oh je, das fällt mir schwer, drüber zu sprechen. Ich habe das auch noch nicht ganz verwunden. Deshalb bin ich auch nach wie vor, naja, auf der Suche. Denn, also, bei Geoden ist das so, wenn jemandem so ein schlimmer Verlust widerfährt, dann zieht er sich meistens in sich selbst zurück. Und dann kommt häufig ein anderer Geode, denn Geoden sind... ja, wie die Seelenhirten für uns Zwerge, was so bei euch Menschen Geweihten sind, sind bei uns Zwergen die Geoden. Naja, und der hat mich unter seine Fittiche genommen und seitdem das ja auch passiert ist mit seinem Zwillingsbruder, hat er mir gezeigt, naja, wie man damit umgeht. Und ja, ich bin jetzt auf der Suche, denn irgendwo muss der Lebensfunke von meinem Bruder ja noch sein. Und in Sumus großartiger Schöpfung wieder stecken. Und den will ich finden. Das ist mir ganz wichtig. Oh. Ja. Das klingt ja interessant. Aber du hast jetzt Feuertaufe gesagt. Das klang irgendwie wichtig. Was ist eine Feuertaufe? Das ist ein ganz einschneidendes Ritual im Leben eines jungen Zwerges, in dem man von einem jungen Zwerg zu einem Mann oder zu einer Frau wird, naja, je nachdem, mit welchem Geschlecht man halt geboren wurde. Das ist sozusagen unsere Erwachsenwerdung. Naja, und normalerweise bei Zwillingszwergen ist es so, dass während dieser Feuertaufe auch das Seelenband gelockert wird. Aber, naja, bei mir war es halt zu spät dafür, deshalb bin ich meinem Bruder auch immer noch so verbunden. Und muss jetzt mit dem Schmerz umgehen und zurechtkommen. Oh, was machst du bei einer Feuertaufe? Läufst du da durch Feuer? Also genaueres kann ich dir jetzt nicht erzählen, aber ja, so ein bisschen. Das ist sehr, sehr zwergenspezifisch und ein sehr intimer Moment. Oh, ist halt ein harter Haufen, da kann ich mir das wohl vorstellen, dass ihr auch mal durch Feuer lauft. Ja, auf jeden Fall... Ja, das ist, was mir so widerfahren ist. Und ja, verbunden habe ich es immer noch nicht ganz. Deshalb fand ich es auch mit den Maraskanern auf dem Schiff so schwer zu reden, die ja immer mit Bruder und Schwester und... Kann ich verstehen. Kann ich verstehen. Was ist denn mit euch, Abelmir? Jetzt, wo der Zwerg uns was offenbart hat, ich mich gestern offenbart habe, habt ihr was zu offenbaren? Oder ist euer Leben ein einziger, duftender Traum? So könnte man es sagen. Also ich habe überhaupt keine Probleme. Also ich bin glücklich, noch unverheiratet und darf mit euch durch die Gegend reisen. Und was ist mit eurer Familie? Aber mir, ich weiß gar nichts über eure Familie, muss ich ehrlich sagen. Du hast gesagt, irgendwie dein Großvater hat Geld verloren. Was hat der denn gemacht? Ja, nun, er hat sich etwas verspekuliert an der wahren Terminbörse in Kuslik. Nun ja, und... Da musste sich meine Familie etwas einschränken und sich von gewissen Ländereien trennen. Ach so, ja. Früher wart ihr sowas wie ein Graf oder was wart ihr? Nun ja, schon Besitz, Vermögen könnte man sagen. Aber
Das war also nicht mehr so. Und naja, sei es wie sei, ich wuchs unter eher, sagen wir, bescheidenen Verhältnissen auf. Ja, aber jetzt seid ihr eigentlich recht reich, würde ich sagen. Ja, durch eigenes Verdienst natürlich. Also das schafft sie nicht von alleine. Das ist natürlich richtig. Aber mich reich zu nennen, das wäre übertrieben. Naja, also. Ich muss nicht mehr von der Hand in den Mund leben, das ist richtig. Habt ihr denn noch Geschwister? Nein. Ihr seid ein Einzelkind, aber mir. Natürlich. Was heißt denn natürlich? Ja, die wenigsten Menschen haben mehrere Kinder, also zumindest die sich sowas nicht leisten können. Es ist teuer, ein Kind zu erziehen und auf die richtigen Schulen zu schicken und die richtige Ausbildung zu gewährleisten. Ach, sogar meine Familie hat mehr, sogar meine Mutter hat mehrere Kinder und wir waren bettelarm. Außerdem wird man ja auch manchmal einfach, also manchmal wird man ja auch einfach mit Kindern gesegnet, obwohl man gerade gar keine haben braucht. Naja, vielleicht in aller Anfall, im Horasreich sind wir weit fortgeschritten bei sowas. Dort, wenn man kein Kind haben will, bekommt man keine Kinder. Was? Das denn? Naja, kennt ihr nicht einmal Raya lieb? Aber das hier, ein Kraut. Wir waren bettelarm, aber mir, wir haben tatsächlich von den Hunden, von der Hand in den Mund gelebt oder von der fremden Tasche in den Mund, je nachdem, wie man das sehen möchte. Und so schlimm war es bei uns nicht, aber. Naja, wenn ihr euch Schulen leisten konntet und so, dann. Ja, aber trotzdem, ach, die Zeit in der Akademie war schlimm. Die ganzen Kinder von den reichen Familien, die können grausam sein. Wenn man nicht die neuesten Schulbücher besitzt und nun ja, nicht die neueste Kleidung und Mode. Ach so, ja okay, das kann ich schon besser verstehen. Damals, als unsere Bande noch im Aufbau war, da haben uns die anderen Banden auch geärgert, weil wir noch nicht die richtigen Dolche hatten. Ah, ihr habt wohl verprügelt in der Schule. Verstehe. Ja, also das war jetzt so keine Schule, sondern die Straße. Nein, nein. Ich meinte Abelmir. Ah, Abelmir, wurdest du verprügelt in der Schule? Nein, natürlich nicht, aber. Aber ihr sagte doch, eure Mitschüler waren grausam zu euch. Ja, wie soll ich es erklären? Es ist nicht immer körperliche Gewalt. Ah, sie haben euch verzaubert. Nein. Wenn man nicht auf die richtigen Feste eingeladen wird, nicht die richtigen Personen kennt und nun ja, mit Büchern vorlieb nehmen muss, die nun ihre besten Zeiten hinter sich haben. Also das ist schwer. Weiß nicht, es klingt aber gar nicht so schlimm, wenn ihr auf Feste eingeladen worden seid und Bücher hattet und. Ja, nicht auf die richtigen Feste, auf die wichtigen Feste, wo die wichtigen Leute sind. Aber ihr wart auf Festen. Naja, auf Festen. Es gibt Feste und Feste. Hä? Was? Aber mir, das klingt doch jetzt eigentlich sehr, sehr schön, ich meine. Ja, nun ja, man benutzt diese Feste oder diese Bälle, um, wie soll ich sagen, gesellschaftlich voranzukommen. Man trifft die richtigen Leute, man führt die richtigen Gespräche. Ach, ihr meint, wie so ein Besäufnis. Wie so ein Treffen bei Manas mal, wenn die Gangs sich untereinander treffen und dann reden die Anführer miteinander, sowas. Ja, so in etwa. Nur nicht. Ist das bei euch auch so oft im Blut geendet wie bei uns? Nein, kein einziges Mal zum Glück. Also. Echt, tatsächlich? Bei uns ist mindestens immer einer draufgegangen. Waren noch gute Zeiten. Nein, wir sind etwas zivilisierter, wenn ich das sagen darf, ohne euch zu beleidigen. Seid ein weicher Haufen. Wir sind zivilisiert. Aber mir, also jetzt auf die falschen Feste eingeladen zu werden, wenn euch da keiner umbringen wollte, das klingt eigentlich ganz entspannt. Ja, aber immer. Ja, ich musste immer zu Hause bleiben, wenn die anderen feiern waren und lernen. Ich musste die ganzen Arbeiten machen, die meine Kommilitonen nicht machen wollten, weil ich das Geld brauchte. Aha. Ich musste die Labore reinigen, die Bibliothek sortieren. Die anderen konnten sich davon freikaufen. Naja, also, seht's mal so. Ich habe 40 Jahre in einer Höhle gelebt und meinen Zauber gelernt. Oh, das war eine fantastische Zeit. Natürlich. Und ist das nicht fürchterlich langweilig? Nein.
Und kommt die Höhle. Ich kenne eure Höhle nicht, eure Ausstattung, eure Höhle nicht, aber es riecht doch in einer gewissen Zeit, oder? Nein, sie war aus gutem Stein. Einmal hatte ich sogar einen Gast, einen Elementaristen aus Draconia. Der hatte mich um Rat ersucht. Ha. Und wo habt ihr euren Notruf verrichtet? Draußen? Vor der Höhle, aber mir. Ach so, ich dachte, ihr wart in der Höhle 40 Jahre lang gefangen. Nein. Ach so. Ich habe auch mal in so einem Schutthaus gelebt. Das war auch wie so eine Höhle. Da konnte man auch nur noch von der Seite einklettern. Es hat schon ein heimeliges Gefühl, nicht wahr? Ja, also war auch gut, weil die besonders großen, also konnten die erwachsenen Männer uns nicht hinterher, wenn die uns verprügeln wollten. Das hatte schon seine Vorteile. Ach, ich merke schon, die Unterschiede sind bei uns zwischen uns sind gewaltig, aber wir haben mit ähnlichen Problemen zu kämpfen. Ja. Was dem einen sein Schutthaufen ist, ist dem anderen sein, nun ja. Eine Villa? Ja, also Villa würde ich es nicht nennen, es hatte nur 12 Zimmer, also. Also, aber mir, ich möchte euch ja jetzt nicht da reinreden, aber eure Kindheit klingt ja gar traumhaft. Nun ja, aber stellt euch vor, unsere Nachbarn hatten alle viel größere Villen. Oh, wahrhaft traumatisierend. Ja, das ist doch gar kein Problem, Abel mir. Da muss man erst nach und nach die anderen Gangmitglieder abwerben von der Gang und dann kommst du auf einmal und stechst den Anführer ab. Und dann hören die alle. Und dann hast du das bessere Schulhaus. So macht man das nicht. Man diskreditiert ihn auf einer Gesellschaft, einer Feier. Ach, waren das die Feinde, die ihr nah bei euch haben wolltet? Genau diese. Man spinnt Intrigen gegen sie, streut Gerüchte. Ich finde das mit dem Messer durchaus effizienter. Ja, dann sagt man so Sachen wie, dass sie gar nicht vernünftig kämpfen können und gar nicht hart genug sind, um eine Bande anzuführen. Und dann kommen sie auch noch fordern einen heraus, weil sie beweisen, wie hart man ist. Und dann prügelt man ihnen die Luftröhre rein, bis sie nicht mehr atmen können. Und dann verrecken sie unter dem eigenen Stiefel. Ja, ich verstehe, was du meinst, aber mir. Nein, wie machen gute Intrige. Intrigen, die dazu da, jemanden gesellschaftlich zu ruinieren, dass er sich selber richtet. Weil er keinen Ausweg mehr sieht. Dann hat er gewonnen, übrigens. Ihr verzaubert jemanden, dass er auf den Marktplatz geht und sich nackt auszieht und gegen das Rathaus pinkelt. Nein. Man streut Gerüchte, zum Beispiel, dass er seine Rechnung nicht mehr bezahlen kann. Und wenn diese Gerüchte gewissen Leuten, gewissen Bankiers zu Ohren kommen, werden seine Kreditlinien gestrichen. Er kann sich dann wirklich keine Kleidung mehr leisten und die Abwärtsspirale beginnt. Das klingt sehr umständlich. Es ist effektiv. Aber ihm einfach aufs Maul hauen geht doch viel schneller. Das ist nur ein kurzweiliger Spaß. Naja, kannst du ihm öfter aufs Maul hauen, ne? Und während ihr den Geschichten von Abelby mit offenem Munde lauscht und ihn bemitleidet, schauen wir uns doch mal an, was Iserun und Kiaras gerade tun bei einem schönen Gläschen Wein. Das schmeckt gut. Habt ihr die ganze Zeit mit euch getragen? Das ist eines der Dinge, die ich als Geweihter bei mir tragen muss. Oder sollte, kann, darf. Alles davon. Oh, ach so, aber dann sollte ich vielleicht nichts davon trinken, wenn ihr das noch irgendwie für so ein, wie heißt das, Liturgie braucht. Oh, keine Sorge. Das brauche ich für keine Liturgie. Das ist wahrlich nur zur Entspannung da oder zur Verhütung. Ah, ja. Es wirkt bei Männern genauso wie Rayali bei Frauen. Tatsache. Mhm. Sagt einmal, hattet ihr noch mitbekommen, was die Gefangene gesagt hatte? Nein. Ich bin schon so schnell wie möglich abgehauen. Ja, das war klug. Aber jedenfalls, sie hat tatsächlich noch die Frage beantwortet, was mit Yalan geschehen ist. Oh, wahrlich, was denn? Er ist in die Wüste gelaufen und hat dabei, Zitat, gülden geglüht. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja, und zwar nicht auf eine gute Art und Weise. Gülden? Wirklich? Nun, Preios ist auch ziemlich gülden. Ja, aber ist das ein Zufall, dass es gerade nach unseren Begegnungen in Gareth so passiert ist? Also ich meine, wieso wurde es nicht vorher bemerkt, dass er irgendwie geweiht ist?
Ich habe keine Ahnung. Wir haben keine Seelenprüfung oder so unterzogen. Und nun, wie soll man sehen, ob jemand... Wie würde man rausfinden wollen, ob ich geweiht bin, wenn ich keine Abzeichen trage? Also, ach, ich weiß nicht. Aber dass er golden blüht, nun, was soll ich sagen? Ich habe damals unseren Rondra-Geweihten rot glühen sehen. Ich selber habe pink geglüht während der Schlacht. Also, ich glaube, unsere 12 Götter mögen es, Leute leuchten zu lassen. Ihr habt ja recht. Wahrscheinlich bin ich einfach nur zu misstrauisch nach diesen ganzen Geschehnissen mit diesem Rattengötzen. Ja, es... Isarun, wie schaffen wir es eigentlich immer und immer wieder in solche Sachen hineinzurutschen? Die Götter haben es uns bestimmt. Verdammt, das ist sogar eine verdammt gute Antwort. Ja, sie werden wohl gesehen haben, dass wir das irgendwie können. Und dann, naja, wer sind wir, dass wir die Götter anzweifeln? Ja, das ist wohl wahr. Raya wird schon wissen, wann endlich der Zeitpunkt ist, wo ich einfach die Füße hochlegen kann und mich entspannen kann. Ich bin mir sicher, sie hat einen Plan für euch. Aber ich weiß nicht, wie lange wir das noch durchsehen können, wie lange wir noch durch eine Situation nach der anderen stolpern können, ohne, naja, wirklich... Wie viel haben wir jetzt eigentlich schon kaputt gemacht auf unserem Weg? Ich weiß nicht. Euer Weg ist anscheinend schon länger als meiner. Ich bin definitiv nicht qualifiziert, solche Verhandlungen zu führen. Ich denke, niemand von uns war das. Immerhin haben wir mit einem Heptarchen verhandelt. Auf eine gewisse Art und Weise. Ich hätte es nicht besser machen können, denke ich. Ich bin dafür nicht diplomatisch. Wie lange ist das jetzt her? 2 Monate? In 2 Monaten standen wir 3 Heptarchen gegenüber. Das ist sehr beängstigend, wenn man darüber nachdenkt. Einer ist tot, mit einem haben wir uns jetzt pseudo verbündet und noch ein anderer sitzt in Werheim rum und will immer noch kaputt gemacht werden. Irgendwer muss endlich lernen, wie man eine Axt wirft. Technisch gesehen ist er ja auch tot, aber nicht so tot, wie wir uns wünschen. Ja, und wir müssen uns dem nochmal stellen. Richtig. Also, wie war das? Wir nehmen einfach Werheim ein und Hafax hilft uns, den Drachen loszuwerden. Ja, als das. Vielleicht. Ja, sicher. Warum nicht? Also, was kann schon passieren? Erst einmal müssen wir aber schauen, wie wir hier mit dieser Herrscherin von Aranien fertig werden. Ja, das auch noch. Ich war ja im Rosentempel und dort habe ich schon mitbekommen, dass viele Leute sich gemeldet haben und bereit erklärt haben, zu kämpfen, den Kampf aufzunehmen, Zorgan zu befreien, Oron zu befreien. Sie haben sich der Rosenorden oder so genannt. Tatsächlich. Vielleicht sollten wir uns einfach dem anschließen? Ich fürchte, ich bin bereits ein Mitglied in einem Orden, aber ich will euch nicht daran hindern. Ach, nun, wie viele Titel haben wir jetzt schon gesammelt? Was macht einer mehr aus?